das Haus im Schrank in meinem Bett. Ist das ansteigend worden? Dann habe ich vor Jahren aus Dresden mitgebracht. Da stammt von dem riesigen Trümmerberg von der Braunkelle, der inzwischen gar nicht mehr da ist, sondern das Wunder in Dresden geschah, die Kirche schrieben hat. Und sie steht deshalb, weil auch in Dresden durch starkes bürgerschaftliches Handeln die Initiative aufgegriffen wurde und angeregt wurde, doch diese Kirche gebaut. Nun will ich mal und die Schaulschule nicht mit Dresden in der Braunkirche vergleichen, aber es gibt zumindest Parallelen dazu. Ja. Denn als im Jahre 2005 die Verwaltung der Stadt Mahl zu dem Ergebnis kam, dass das Gebäude der Schaulschule erstens mangels Schüler, zweitens wegen der hohen Wirtschaftungskosten und drittens wegen der immensen Sanierungskosten eigentlich überflüssig sei und der Bund deutscher Architekten in einer Podiumsdiskussion öffentlich darauf aufmerksam machte, bildete sich im Anschluss an diese Podiumsdiskussion durch Herrn Bayer ausgelöst eine Initiativgruppe, nämlich den Initiativkreis zum Erhalt der Schaulschule. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern kam zu der Überzeugung, dass dieses Gebäude nicht nur ein architektonisches Juwel sei, sondern es Schaulen so auch gelungen ist, den Schulbau eng mit einem pädagogischen Ansinnen zu verknüpfen. Die inneren Prozesse des Lehrens, des Lernens, des Miteinanderlebens spielten sich in der Architektur und in den Räumen. Der Initiativkreis soll sich als Gremium verstehen, dass das öffentliche Interesse weckt, Ideen zur Finanzierung sucht, sowie die vielschichtigen Nutzungsmöglichkeiten und mögliche Kooperationsmodelle darstellt. Und wie bei der Braunkirche in Dresden ist es offensichtlich gelungen, durch gemeinsames bürgerschaftliches Handeln eine positive Entwicklung einzuleiten. Es war eine wohltuende, ermutigende Erfahrung festzustellen, dass unsere Bemühungen von vielen Menschen unterstützt wurden und auch bei denen im Rat der Stadt vertretenen politischen Parteien verständigt wurden. Es ist ein nachahmenswertes Beispiel praktizierender, Hoffnung machender Demokratie. Den Bund Deutscher Architekten als möglichen Initiator des Initiativkreises hatte ich bereits erwähnt, aber auch Lehrer, angesprochenes Beispiel, aber auch viele andere. Und Schulsprecher setzen sich genauso ein, wie Menschen aus dem weit gefächerten kulturellen Umfeld machen. Die überregionale Bedeutung des Gebäudes wurde durch Fachbeiträge, insbesondere auch hier durch den Bund Deutscher Architekten, unterstrichen und fand seinen bisherigen Höhepunkt im ersten Maler Symposium Architektur und Pädagogik mit dem Titel Lernraum Schule. Im Jahr 2008 ein zweites Symposium zum Thema Kulturraum und Stadt ist im Rahmen der Veranstaltung für Ruhr 2010 in Vorbereitung im April nächsten Jahres stattgefunden. Mit besonderer Freude wurde die Unterbringung der Musikschule der Stadt Mahl in das Gebäude der Schaulschule aufgenommen und es ist herrlich zu beobachten, mit welcher Begeisterung hier Musik gelehrt, aber auch gespielt wird. Und wir freuen uns über die beabsichtigte Verlegung der katholischen Grundschule und das seine Gebäude. Der Initiativkreis bedankt sich bei allen Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadt Mahl, des Kreises Recklinghausen, des Regierungspräsidenten in Münster und bei den zuständigen Ministerien hier in Düsseldorf für ihre Bemühungen, die letztlich dazu beigetragen haben, dass Sie, Herr Regierungspräsidenten, heute das Wunder von Mahl finanziell haben. Wir bedanken uns im Namen aller Helfer ganz herzlich. Und das Schöne dabei ist, dass ich zur Erinnerung an dieses Wunder nicht ein Stück Stein mitnehmen muss. Nein, um zur Schaulschule zu kommen, kann ich das ganz bequem tun. Und wir freuen uns über dieses gelungene bürgerschaftliche Engagement in allen zusammen. So lassen Sie mich enden, wieder mit einem Bibelzitat, nämlich dem Wochenspruch, freut euch.